Einen wunderschönen Tag, liebe Zockerinos und Zockerinas, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Hier ist euer Spooky4F auf der Xbox One und wir schauen uns heute, nachdem wir den Creeperwald geschafft haben, erstmal an, ob wir hier irgendwie schon eine bessere Waffe bekommen. Bogenkraft 5, das hört sich doch schon mal gut an, denn unserer ist doch deutlich schwächer. Dann können wir den hier auch schon mal verschrotten, denke ich mal. Zack. Und wählen den aus. Ja, 13 bis 33 Nahkampfschaden ist doch schon besser als 10 bis 26. Und wir bekommen tatsächlich unsere Verzauberung zurück, wenn wir irgendwas kaputt zaubern quasi. War ja eigentlich zu erwarten. So, und jetzt hätten wir hier nochmal einen Treffer, der beim Gegner kann ihn mit seiner gewissen Wahrscheinlichkeit in Raserei versetzen, wodurch er alles und jeden um sich herum als Gegner ansieht. Oh, das ist natürlich auch nice. Dann Angriffsgeschwindigkeit oder Bonusschuss. Nach einem Schuss gibst du noch einen zweiten Schuss auf einen Gegner in der Nähe ab, der geringeren Schaden verursacht. Ey, da holen wir uns Schnellfeuer. Bam. Wunderbar. So, dann auf zur nächsten Mission. Nach dem Creeperwald erwartet uns... Welche Schnetzelmission erwartet uns? Die gruselige Gruft? Nee. Kürbisweiden? Ja, ist das jetzt richtig? Empfohlene Kraft 4. Und was ist hier? Ah, auch empfohlene Kraft 4. Also wir könnten quasi jede Mission machen. Okay. Ist das überall so? Empfohlene Kraft 4. Empfohlene Kraft 4. Und hier Insel Reams. Das Portal ist derzeit geschlossen. Die Inselkarte und zwei brandneue Abenteuer können schon bald gekauft werden. Okay. Aha. Ja, dann würde ich sagen, wir machen zuerst mal den nassen Sumpf und bleiben auch auf Standard 2. Das war gut. Das war eine gute Mischung zwischen Herausforderungen. Nicht so leicht und nicht so schwer. Schauen wir uns mal an, was uns erwarten wird. Lasst uns schnetzeln. Ein Zirkel aus verschlagenen Hexen lebt tief in diesem düsteren Sumpf. Sie brauen allerart Tränke, um den Erz-Illager und seine stetig wachsende Armee noch stärker zu machen. Wenn du diese Hexen nicht findest und besiegst, wächst die Stärke der Illager ins Unermessliche. Doch sei auf der Hut, im Sumpf lauern viele Schrecken. Oh, weia, das sieht ja unheimlich aus hier im Sumpf. Und dann legen wir mal los. Wir haben jetzt unseren neuen Freund hier, den Wolf, den können wir ja beschwören. Das ist ja schon mal was. Und dann gucken wir doch mal. Man hat anscheinend auch immer wieder 80 Pfeile, wenn man eine Mission neu startet. Ich glaube, da ist es egal, wie viel man vorher angehäuft hat. Oh, Baby-Zombies. Zack. Okay, sollten wir mal die Karte aufmachen, dass wir sehen, wo wir hier überhaupt hinlaufen. Ah ja, wir haben ja noch Blitzeinschlag auf der Waffe drauf. Das Skelett hat gerade den Hund angegriffen. Den Wolf. Stimmt, das haben wir ja auch noch. Ich bin auf dem Baumstamm. Gucken wir mal, dass wir auch hier ein bisschen die Ecken noch erforschen. Ah ne, da waren wir her. Da waren wir doch hergekommen irgendwo. Und je nachdem, wie viel Bock ihr auf dieses Projekt habt und wie lange ihr Bock drauf habt, könnte man dann eben auch das noch ein bisschen ausweiten, eben auf den höheren Schwierigkeitsstufen. Erst werden wir jetzt eigentlich relativ versuchen, durchzuflitzen, in Anführungszeichen. Gucken uns natürlich auch ein bisschen um, weil wir unser Loot verbessern wollen, aber... Ja. Zack. Gut. Ja, ballern durch und dann gucken wir, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen online das Spiel spielen, also mit anderen Leuten dann random, die wir dann suchen. Also da, das könnte ein etwas längeres Projekt werden, wenn ihr eben natürlich Bock drauf habt und auch dabei seid. Weil ansonsten, wenn es dann irgendwann, wenn dann keiner mehr sich mehr dafür interessiert, dann kann ich es dann eben auch solo spielen, ohne aufzunehmen. Ja, das sehen wir dann aber. Oh, eine Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit dir! Oh, Ich dachte gerade, ich hätte den Gifttrank kaputt geschossen in der Luft. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist ein Eingang. Da können wir aber nicht rein. Okay.
Ja, ich habe schon auch ich habe meinen eigenen Charakter gemacht, ein bisschen gespielt und auch weitergeguckt und muss schon sagen, das nimmt doch ganz schön an Fahrt auf, auch von der Gegnermenge und allem. Also, Respekt. Gar nicht mal so ohne. Aber geil, das macht schon Bock. Oh, Dolche haben wir gefunden. Das ist auch schön. Es gibt also wirklich viele verschiedene Waffenarten. Und dadurch, dass die Klasse, dass es keine richtige Klasse gibt, sondern dass sich die Klasse quasi durch die Items bildet, hat man eben auch wirklich viele Möglichkeiten, seinen Charakter anzupassen und anders zu spielen. Also wir werden da demnächst noch ein bisschen was sehen. Jetzt sehen wir ja eigentlich noch relativ wenig, sag ich mal, aber da gibt es doch noch einige Items und verschiedene Artefakte. Und je nachdem, wie man die Waffen und Artefakte dann kombiniert, ja auch die Möglichkeit, andere Builds zu machen. Mal gucken. Oh. Bam! Da muss man mal einen Sprengpfeil reinschießen. Da haben wir doch ein bisschen viele Skelette da. Zack, Schleimblöcke sind auch da. Also, alles, was das Minecraft höher schlagen lässt. Lol. Da erinnere ich mich dran an meine erste Erfahrung mit den Schleims. Ich habe die damals gesucht, weil ich mit Kolben, da kamen sie neu ins Spiel. Also auf der Xbox 360, glaube ich, war das. Ja, muss auf der 360 gewesen sein. Da gab es sie ja nicht von Anfang an. Oh, mein armer Wolfi. Und da war ich ewig auf der Suche, bis ich dieses Schleims bekommen habe. Ich brauchte unbedingt den haftenden Schleim, um eben diese automatischen Farms und so herzustellen und so ein Kram. Ja, so ein bisschen Nostalgie hier. Damals, als es mit dem LP auch angefangen hat, also mit den Let's Plays. Ich habe ja nicht von vornherein Let's Played. Ich habe ja schon YouTube gemacht, bevor ich Let's Plays gemacht habe. Es waren mehr Montagen und Mini-Edits und Edits und was weiß ich nicht alles. Und dann kam es ja erst zu den Let's Plays irgendwann. Komm jetzt her, Hexe. Oh, was war denn das? Oh, ich habe euch gar nicht gesehen. Irgendwie, ich habe gerade ein bisschen auf die Augen geschissen. Was ist denn hier, ey? Opferfall. Ist ja düster. Zack. Bösen Hexen. Yeah. Schleim weg. Ach, wir haben 293 Pfeile. Gott verdammt, was geht denn hier ab? Ich hol mal den Heiltrank. Ah, mein Wolf ist weg. Können wir einen neuen beschwören. Der Begleiter. Der ist jetzt nicht ganz so effektiv, aber der hält uns ab und zu, hält er mal ein bisschen was von uns ab. Oh. Ja, nichts mit dir, Creeper. Oh, die Hexe. Hexe hat mir ihre Bazellen übergeworfen. Schnetzeln. Und ihr seht, jetzt geht es so langsam schon mit dem Schnetzeln ein bisschen rund. Allerdings haben wir eben auch noch nicht wirklich viele Fähigkeiten, um da noch mehr rauszumachen. Oh, oh. Verdammt, ey. Verdammt, hat der mich wirklich volle Kanone erwischt. So, der Creeper ist weg. Zack, ihr auch. Was ist denn das? Achso, da müssen wir wahrscheinlich lang. Und ich lasse die Karte mal offen. Ich hoffe, es stört euch nicht, weil das ist für mich eine bessere Orientierung und ich komme besser voran. Und sehe dann schnell, wo wir nicht waren. Es macht einfach Sinn, die offen zu lassen. Mich stört sie jetzt noch nicht unbedingt. Vielleicht beim Zuschauen habe ich gemerkt, dass da fällt es immer dann eher auf als beim Spielen selbst. Ich hoffe, das ist für euch dann nicht so schlimm. Weil ich so im Spielen eher auf den Bildschirm überall gucke und immer so einen kurzen Blick auf die Karte werfe, dann stört die eben nicht. Aber wenn man sich nur aufs Zuschauen konzentriert, ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es dauert natürlich ein bisschen, bis ich darauf reagieren kann, weil ich ein paar Folgen im Voraus aufnehme, damit ich eben zeitlich hinkomme. Oh, was ist denn jetzt? Oh, ich bin irgendwo runtergefallen. Okay. Ein gefährlicher Drang. Finde den Kessel. Ich bin der Kesselgucker. Was war das gerade? Oh. Lol. Ja, okay. Man kann also auch runterfallen, wo man nicht runterfallen soll, wenn man sich rollt. Aber irgendwas hat sich doch angehört, als hätte sich was geöffnet, als ich diese Kampfrolle gemacht habe. Och, ja, komm. Ey. Nein, ich lasse es jetzt, Leute. Ich räume mich da jetzt nicht mehr. War hier irgendwo eine Druckplatte? Ich sehe aber keine. Nee.
Okay, hier ging es auf jeden Fall weiter. Da ist ja auch aufgegangen. Vielleicht haben wir auch das eben gehört. Ups. Sorry, Dudes. Und Judinas. Was ist denn hier los? Oh Gott, ein Tor. Reisen. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Okay. Oh, Enderman. Ach du Shit. Ich will den Schatz erst. Gib mir den Schatz, Baby. Oh, eine Klefe. Fuck. Was war das? Wir hatten hier Explosionen hingemacht. Boah, der haut richtig rein. Komm, komm in mein Feuer, Baby. Ja! Levelaufstieg, sehr gut. Schattenform, okay. Das sind Gegner, ich muss ein TNT-Fass loswerden. Und da können wir uns mal unsere Items angucken. Mal kurz gefiefen. Ja gut, das hier war sehr intelligent. Ah, ich habe selber eben das TNT geschmissen, in das ich reingefallen bin, glaube ich, ne? In der Hitze des Gefechts wollte ich wahrscheinlich einen Bogen schießen und habe ein TNT aufgenommen und es geschmissen. So hat es zumindest mal gerade ausgesehen von dem Bodeneffekt her. Okay, haben wir jetzt hier irgendwo gleich eine Auszeit? Oh. Klepper. Arsch! Arsch! Arschhexe! So, was haben wir denn hier? Nichts. Hast du was entdeckt, Hundi? Hast gebellt. So nichts gebrauchen, die Hunde von heute. So, da haben wir doch eine Schatztruhe. Nice, hol das Ding und noch eine Klefe. Haben wir eben, glaube ich, auch bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Sehen wir jetzt gleich. Jetzt gucken wir nämlich. Ja, wir haben zwei Klefen. Oh ja. Damage ist natürlich schon deutlich größer und die Kraft auch und das Gebiet, nur die Geschwindigkeit eben nicht. Aber das hier. Eine größere Geschwindigkeit. Oh, und ein Fledermausbegleiter noch zusätzlich. Das wäre natürlich auch interessant. Jagdbogen 14 bis 35. Begleiter greifen anvisierte Kreaturen an. Der verzauberte Bogen stärkt das Band zwischen Jägern und ihren tierischen Begleitern. Oh, das ist natürlich auch nice. 13 bis 33, also der ist auf jeden Fall schon mal besser als der normale Bogen. Dann verschrotten wir das Ding schon mal. Die Klefe hat zwei verschiedene Verzauberungen drauf. Ich glaube, die hier ist interessanter. Entschlossen, verursacht Schaden bei verwundeten Gegnern, ja. Und Blitzeinschlag, oh ja. Ja. Und der hier hat nämlich nur Schürfer mit mehreren Smaragden und verursacht mir Schaden gegen Untote. Ist mal zu spezifisch, das mit den Untoten. Aber das hier könnten wir jetzt eigentlich auch mal wegmachen. Und das hier brauchen wir auch nicht mehr. Wir können also Sachen, die wir nicht mehr brauchen, können wir definitiv verwerten. Und dann machen wir hier nochmal... Oh, der Bogen hat sogar zwei Verzauberungsmöglichkeiten. Oh, das ist nice. Bei verzauberten Gegnern mehr Schaden. Abgeschossene Pfeile erhalten gelegentlich den durchbohrenden Effekt, dass mehrere Kreaturen fliegen können. Oder Bonusschuss. Und was haben wir hier noch? Giftwolke. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% wird eine Giftwolke erzeugt. Die Gegner... Oh, das ist auch nicht schlecht. Giftwolke sind immer gut. Angriffsgeschwindigkeit und strahlender Schuss. Erst wenn man Bereiche zeigt, in dem alle... Ich glaube, wir machen dann erstmal die Giftwolke hier. Und dann gehen wir hier als zweites auf Durchbohren. So, dann haben wir den jetzt schon zweimal verzaubert. Und ich bin mir nicht sicher. Ich teste, glaube ich, mal die Klefe. Ich habe die nur mal kurz angetestet. Und jetzt, ja, die hat ja auch nur... Genau. Testen wir die mal und gucken mal, was wir hier haben. Mit dem Blitz auch. Und eventuell, wenn das jetzt gut ist, dann werden wir die Axt hier... Eigentlich müssten wir die Axt entzaubern, weil die hier vom Schaden schon allein viel besser ist. Ja, komm. Die Axt brauchen wir nicht mehr. Testen wir doch mal die Klefe. Dann wollen wir mal looken, was wir hier so für eine schöne Waffe haben. Da können wir nicht runter, also sollten wir nicht runter. Mach mal kurz hier aus, weil ich selber gerade nichts gesehen habe. Jetzt hat sie mich gerade ein bisschen gestört. Hier in dem dunklen Gebiet ist sie dann doch sehr hell. Okay. Gifte mich nicht, du giftige Witch. Okay, die schlägt wirklich ziemlich langsam. Ist eigentlich nicht so mein Spielstil. Auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite hat sie einen ordentlichen Wumms, ne?
Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, spätestens, wenn ich was anderes finde wieder, dann ist die Kleve weg vom Tisch. Keine Ahnung. Insektenkleve würde ich gerne spielen vom Monster Hunter, mit der man dann da durch die Gegend wirbeln kann. Die würde mal gefallen. Zack. Jetzt legen wir mal ein bisschen Speed drauf. Ah ja, dann kriegen die, sobald ich so einen Bogen anschieße, kriegen die so einen Zielmarker über dem Kopf. Dann greift der Hund an. Oder der Wolf. Wollen wir hier nochmal ein paar Smaragde mit, weil die sind durchaus nicht zu verachten. Froschi Frosch ist auch da. Alter. Okay, so schlecht ist die Kleve jetzt auch wieder nicht. Du hast ja aufgewogen, einen Jagdbogen. Nochmal einen besseren Jagdbogen. Er willst du mich jetzt verarschen, aber... Nee, der hat aber nur eine Verzauberung. Das ist jetzt so ein Problem. Das ist so ein Dilemma. Ich weiß auch gar nicht, warum der besser sein soll. Der hat nämlich genau den gleichen Fernkampfschaden. Keine Ahnung, was den jetzt dann besser macht. Weil ich sehe keinen Effekt, der den besser machen würde. Auf dem Papier zumindest mal. Gute Frage, nächste Frage. Flammenspur. Oh, Feuer, 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 Baby. Ja, wo ich mit dem Bogen drauf schieße, braucht der Hund aber nicht mehr viel zu machen. Oder der Wolf. Der Bogen ist momentan doch ziemlich krass. So, ich höre wieder so ein Platsch, Platsch, Schleim. Schleim, wo bist du? Ich hab dich gehört. Ich gehe da hinten noch in die Ecke, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da ist auch nichts. Gut, dann brauchen wir auch nicht hin. Gehen wir nochmal zurück. Lol. Ja. Viele Wege sind umsonst. Das, ja. Boah, Gifteinschlag, Blitzwolke, überall Statuseffekte für die Gegners. Das ist natürlich schön. Und jetzt haben wir eigentlich mit der Kleve auch noch eine AOE-Attacke. Da könnte man eigentlich mit dem Blitz... Da könnte man auf jeden Fall denken, dass Blitzeinschlag und Giftwolke auf jeden Fall gerade das Richtige sind für diese Waffe. Weil wir ein bisschen AOE-Damage machen, wenn er die Kleve schwingt. Und wenn da wirklich viele Gegner auf dem Feld sind, dann können wir da auch ordentlich punishen. Nice. So, hier ist auch wieder nichts, ne? Jetzt bin ich wieder verarscht. Habt ihr mich wieder veräppelt? Ihr blöden Penners. So, aber da hinten ist ein Schatztruhe, oder? Pfeilbündel und Smaragde, ich werde reich, reich, reich. Yes, ja. Weiter geht's.